Leute, Condorado wieder da und wir spielen heute ein bisschen live Fortnite. Und zwar wird es ein Teil meiner Serie Mein erstes Mal, wo ich zum allerersten Mal den neuen Modus spiele, wo man nicht mehr bauen kann oder darf. Weiß nicht, ob der Großteil das gut oder schlecht findet. Ich glaube generell, viele finden es gut. Ich bin mal gespannt, wie sich so spielt. Ich habe echt keine Ahnung, also ich kann es mir noch nicht vorstellen. Hab noch keine Gameplays davon gesehen. Will mich einfach mal überraschen lassen. Hoff, dass wir als allererstes gleich mal ein ganz gutes Spiel hinlegen können. Und sehen uns dann gleich wieder. Was zum Geier bist du denn, Alter? So, also in 10 Sekunden geht's los. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich habe verdammt lang kein Fortnite mehr gespielt. Also ich öffne Fortnite hier und da mal und spiele einfach mal so für mich selber rum. Aber das ist einfach eher so um Mäuse und PC-Hardware zu testen und das mache ich immer im selben Bereich. Sprich, ich kenne diese Map auch eigentlich überhaupt nicht. Ich weiß nicht, inwiefern die sich im Laufe der Zeit jetzt so verändert hat. Also das letzte Mal, dass ich ein Multiplayer-Spiel gespielt habe, dürfte locker irgendwie so 3-4 Monate schon sein. Will ich denn hin? So, ich lande jetzt einfach mal hier. Könnt ihr mir ja in den Kommentaren sagen, ob das eine gute Wahl war oder nicht. Ich will nämlich eigentlich ein ganz gutes Spiel haben. Also wenn das jetzt hier mein erstes Mal wird, könnte es natürlich auch das kürzeste Video aller Zeiten werden, wenn ich jetzt gleich einfach schon drauf gehe. Denn dann ist mein erstes Mal einfach ein scheiß Spiel. Das wollen wir natürlich nicht. Im Idealfall gewinnen wir, aber ich erwarte jetzt mal echt nicht zu viel. Vor allem frage ich mich auch, wie das mit dem Skill-Based Matchmaking ist. In anderen Spielen, so wie Apex Legends und Warzone und so, ist es ja immer so, dass die dir mit Absicht eine einfache Lobby geben, wenn du lange nicht gespielt hast. Damit du dir vorkommst wie der beste Spieler aller Zeiten und deren tollen Microtransactions unterstützt. Das ist nämlich der Sinn von Skill-Based Matchmaking und so Algorithmen, wenn wir ehrlich sind. So, also, ich muss mir gleich mal hier angucken, was ich alles so aufsammle, weil ich auch keine Ahnung habe, was es hier so gibt. Das ist eine AK, okay. Ein Shotgun wäre wahrscheinlich nicht schlecht. Obwohl ich denke mal, Shotguns sind jetzt gar nicht mehr so wichtig, wenn es nichts mehr zum Bauen gibt. Ich höre hier noch eine Kiste. Stimmt, also looten brauche ich ja gar nicht mehr. Also Material farmen. Das Einzige, was sich halt noch lohnt, ist halt Sachen kaputt zu machen, um die Truhen zu finden. Ah, die ist hier draußen, alles klar. Gut, also dann würde ich sagen, das wollte ich mitnehmen. Dann würde ich nämlich sagen, dass AK und SMG erstmal reichen sollten. Was ich jetzt nicht weiß, ist, was das hier ist. Das ist ein Zelt. Das habe ich mir schon fast gedacht, was macht das? Ah, das ist bestimmt zum Aufheilen. Gut, also ich darf jetzt auch nicht mehr so wie verrückt durch die Gegend laufen, gell? Weil ich meine, ich kann nicht mehr bauen. Sprich, ich muss das alles so ein bisschen wie, keine Ahnung, PUBG spielen. PUBG will ich auch dem nächsten Video machen, mein erstes Mal. Allerdings habe ich da schon gegen Bots gespielt, weil da muss man ein Tutorial machen gegen Bots. Die Spiele habe ich alle schon gemacht. Sprich, ich bin da eigentlich auch startklar, mein erstes Spiel mal aufzunehmen. Gucken wir mal, welches von den beiden hier besser läuft. Also, Minimap, was ist denn hier die Tastenbelegung? Ach stimmt, ich habe hier ein neues Keyboard. Ich muss da irgendwann mal meine Tasten neu belegen. Weil M zu drücken ist immer ein bisschen blöd. Da ist eine Shotgun, die nehme ich wahrscheinlich. Ich weiß nicht, soll ich das Schild, nicht das Schild, das Zelt mitnehmen? Machen wir das mal so. Frag mich, ob das ein Gegner ist oder ein Bot. Das Blöde ist im Gebüsch. Sehe ich ihn nicht. Und das Gebüsch kann ich ja jetzt auch nicht mehr kaputt. Ah doch, also kaputt machen kann ich es ja schon. Stimmt. Ich kann nur nicht mehr farmen. Aber was mich nerven wird, ist, wenn das ein Bot ist, weil die können bestimmt durchs Gebüsch gucken. Tja, was mache ich jetzt? Ey, das sind so Jungfrauen. Also wenn es denn keine Spieler sind.
Sayonara. See you later, dude. Moment, heile ich mich hier drin gerade? Irgendwas passiert hier. Schilder füllen sich auf. Das ist bestimmt neu. Oder ist es, weil ich hier im Wasser bin? Gut, also ich habe gewonnen. Meine Aim war ein bisschen shaky. Benutzen wir mal das Schild, gucken wir, was passiert. Heile ich mich? Nee, gell? Was passiert denn hier? Ich kann gar nichts kaufen. Und Leben kriegt ihr auch nicht zurück. Ist nervig, weil ich habe Schilder dafür fallen lassen. Also, definitiv ist bestätigt, dass es keine Bots in meinen Lobbys gibt. Denn das war kein Bot. Auch wenn er sich ein bisschen fast wie einer benommen hat. Kleiner Bastard. So, da sind Schilder. Weiß nicht, ob das meine waren. So, also, ich habe einen Kill noch. Nur noch 36 Leute, Alter. Ist es so mittlerweile, dass alle draufgehen gleich zu Beginn? Jeder ist wahrscheinlich gewohnt, immer noch bauen zu können. Dann merken sie, oh, wir können ja gar nicht mehr bauen, dann sind sie tot. So, da drüben wird geballert. Ich muss mir die Map nochmal angucken. Alter, das ist ja krank. 35 Leute noch und das ist noch nicht mal die erste Zone. Da drüben war, glaube ich, einer. Oh ja, der farmt einen Baum aus irgendeinem Grund. Ah, der läuft dem Ding hinterher. Interesting. Ich glaube, die Leute sind so überfordert, weil die so dran gewohnt sind, immer bauen zu können. Weil ich jetzt ein bisschen Schiss habe. Heile ich mich jetzt erstmal hier drin. Hallo? Stehen bleiben bitte. Was will ich mitnehmen? Ich glaube dieses Bounce, die Bounce-Granate, die wäre gar nicht so verkehrt. SMG vielleicht noch. Und nehmen wir mal das zum Heilen mit. Wahrscheinlich hätte ich noch mehr zum Heilen mitnehmen sollen. Gut, also zweiter Kill, 32 Leute noch. Ich frage mich, ob die Leute halt jetzt hardcore in Gebäuden sitzen. Das würde mich halt auch nicht wundern. Ja, an das Rutschen muss ich mich auch erst gewöhnen. Das gibt es ja auch noch nicht allzu lang. So, also. Ich überlege gerade, ist das alles gut, was ich habe? Also mein Sturmgewehr ist natürlich noch auf Level würdig. Nehmen wir das mal noch ein bisschen mit. Ja, keine Ahnung. Ich will so nicht spielen, aber das Ding ist, ich weiß halt auch nicht, wie andere Leute spielen. Also der Kreis ist woanders. Gehen wir da erstmal hin. Hoffen, dass hier keiner auf mich lauert. Ja, ist halt schon irgendwie interessant. Ich dachte, es gibt mehr Fahrzeuge jetzt, wo es nichts mehr zum Bauen gibt, aber ich habe bis jetzt noch nichts gesehen. Ich glaube, das wäre wahrscheinlich auch nicht verkehrt mitzunehmen, aber ich nehme jetzt erstmal hier meine Bounce-Granaten. Ich hab so Schiss, dass irgendwo hinter einem Baum oder so einer einfach auf mich wartet und um die Ecken guckt. So, wieso ist jetzt hier alles verschwommen? Das irritiert so ein bisschen. Ja, ich weiß nicht, diese AK, die ist zwar gut, wenn man trifft, aber ich glaube, darauf will ich mich nicht allzu oft verlassen. So. Wie gesagt, Fahrzeuge, ich höre sie schon. Hab mich gewundert, dass es so lange gedauert hat, bis ich ein Fahrzeug höre. Denn es gibt ja so Tanks und Panzer, glaube ich, jetzt auch. Da ist was. Hier explodiert irgendwas.
Holy shit, oh nein. Da will ich mich, glaube ich, nicht einmischen. Was will ich denn dagegen machen? Ach, es gibt ja auch Raketenwerfer jetzt. Ja, das war mein Kill, Dude. Jetzt muss ich, glaube ich, weg. Oh, da kommt noch einer. Was will ich denn dagegen bitte machen? Was ist der? Ich schieße jetzt nicht drauf, Alter. Kann ich jetzt irgendwas dagegen machen oder bin ich tot? Naja, also er ist tot. So viel steht fest. Vier Granaten und weg. Weg, 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 weg. Fuck. Ach, ganz im Ernst, was sollen die Scheiße mit den Fahrzeugen? Ja, Leute, tut mir leid. Es war leider nichts. War aber trotzdem interessant, einfach mal abzuchecken, wie das so ist. Wenn ihr mehr Gameplay sehen wollt, sagt mir mal Bescheid. Dann versuchen wir mal, die Tage ins Spiel zu gewinnen. Ansonsten, haut rein. Tschüss.